Heute soll es darum gehen, was ein Planungsadministrator tun kann, damit die Ergebnisse aus der Übergabe für alle gut sind. Zum einen sollte er dafür sorgen, dass alle mit den gleichen Grundeinstellungen der Planungsdatenbank und auch den anderen Grundeinstellungen der Planungen arbeitet. Dafür kann er zum Beispiel VI Backup verwenden, um die Daten zu sammeln und dann auch auf alle anderen Rechner zu verteilen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Administrator vielleicht auch über ein Handbuch oder anderes die Einstellungen, die in den jeweiligen Firmen zu tun sind, für die IFC-Übergabe zu dokumentieren und diese dann an alle weiterzuleiten. So können alle Planer dann die Übergabe selber durchführen und die Dateien für die Kollegen bereitstellen. Bitte denken Sie auch daran, dass es wichtig ist, Ablagepfade zu definieren, um die Dateien dann auch von den nachfolgenden Mitarbeitern gut auffinden zu können.